Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere am Viktor? Also ich finde es unheimlich toll, wie auch hier die Mitarbeiter mitgebracht werden, dass die ganzen Teams belohnt werden. Für mich ist das das erste Mal, dass ich hier bin und ich das jetzt erleben durfte. Und auch mit welcher Begeisterung praktisch dann die Führungskräfte mit ihrem Team den Viktor feiern. Das stimmt, das ist wirklich immer sehr schön, das stimmt. Ist Ihnen im Zuge der Beurteilung etwas aufgefallen, das Sie besonders begeistert hat, als Sie mitentscheidend waren, für die Bank des Jahres sie auszuwählen? Also das Begeisternde war für mich einmal auch, wie praktisch die Strategie bei den Mitarbeitern ankam. Das war dann ja auch der Gewinner bei der Strategie, dass wirklich das total von den Führungskräften zu den Mitarbeitern getragen wurde und die das mitgelebt haben. Und dann auch, wie teilweise die Mitarbeiter hinter ihrer Bank und ihrer Führung stehen. Also das waren die zwei Punkte, die mich wirklich begeistert haben. Dankeschön. Und noch eine Frage, was ist aus Ihrer Sicht wichtig in der heutigen Zeit für die Banken? Was müssen Sie besonders beachten, um Banking-Exzellenz zu leben? Auf der einen Seite müssen Sie natürlich weiter innovativ sein, dynamisch. Die Zeit wird immer schneller, rennt immer schneller. Da müssen natürlich die Banken auch mithalten. Das auf der einen Seite, und auf der anderen Seite müssen Sie natürlich immer auch die Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Kunden im Auge behalten. Ob das nun Privatkunden sind oder Firmenkunden, das gilt für beide Seiten. Das stimmt. Und abschließend habe ich noch eine Frage. Warum hat sich die Börse Stuttgart dazu entschieden, Partner von Viktor zu werden? Ja, die Banken sind ja auch unsere Kunden und wir möchten natürlich auch die Börse Stuttgart in die Breite tragen. Wir möchten natürlich auch die Probleme auf der einen Seite von unseren Kunden kennen, aber auch die Weiterentwicklung. Und damit können wir natürlich auch für unsere Zukunft viel anfangen, um zu wissen, wo, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln müssen und wie wir uns gegenüber unseren Kunden positionieren können.